Hallo, liebe WTV-Mitglieder. Ich habe euch heute ein kurzes Rückenworkout mitgebracht. Das Einzige, was wir heute brauchen, ist ein Ball. Egal, was für ein Ball. Von Fußball, Handball, Volleyball, Spielball von den Kindern, ganz egal. Und eine Matte. Und dann können wir schon loslegen. Komm zum Stehen, stell dich entweder auf die Matte oder vor oder hinter deine Matte. Bring den Ball vor die Brust, bring die Ellenbogen zur Seite. Drück den Ball sanft zusammen, die Füße sind ganz geschlossen, die Knie gestreckt, die Oberschenkel sind fest angespannt. Kipp dein Becken nach vorne, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, Brustkorb hoch, Schultern tief, der Scheitel zieht zur Decke und dann heb deine Fersen. Wir halten für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter Fersen tief. Halte die Arme, dreh den Kopf nach rechts und nach links, nach rechts und links und letztes Mal in die Mitte zurück und über die Fersen hoch und halten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter Fersen tief, die Knie bleiben gestreckt. Du legst dich über deinen Ball drüber, Rücken rund und dann Brustkorb weiter auf, komm in eine leichte Rückbeuge, Blick zur Decke. Und wieder rund, über den Ball und aufrichten, Blick zur Decke. Nur den oberen Rücken runden und strecken. Lass die Knie noch gestreckt und jetzt nimm den Oberkörper dazu. Beug die Knie, leg dich mehr über deinen Ball und strecken und wieder rund, Knie beugen und strecken und nochmal und wieder strecken. Letztes Mal rund über den Ball und strecken. Zur Mitte zurück, die Knie sind wieder gestreckt und die Fersen heben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Arme hoch, halten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nimm den Ball in die rechte Hand, bring die Arme über die Seite tief, übergib den Ball vor dem Körper und Arme wieder hoch, übergib den Ball in die rechte Hand, Arme tief, übergib den Ball in die linke Hand, Arme hoch. Zweimal noch tief und wieder hoch und wieder tief und wir wechseln die Richtung. Ball bleibt links, Arme tief und wieder hoch und wieder tief und hoch. Noch zwei. Letztes Mal. Ball bleibt rechts, Arme langsam tief, Fersen tief und wir kreisen die rechte Schulter. Nur die Schulter kreisen und dann kreist den gebeugten Arm und den gestreckten Arm kreisen. Nur den Arm in der Schulter und dann in den Oberkörper dazu. Weiter auf. Und wenn du möchtest, nimm dann noch den Kopf dazu, Blick auf den Ball. Zweimal noch. Und nur die Schulter kreisen. Und stopp. Ball wieder vor die Brust. Knie sind gestreckt, Oberschenkel fest, Fersen hoch, Arme hoch. Schultern tief, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Ball in die linke Hand, Arme über die Seite tief, übergib den Ball hinter dem Rücken und wieder hoch. Ball wieder nach links und hinter dem Rücken übergeben. Zweimal noch. Und letztes Mal. Ball bleibt rechts, Richtung wechseln. Noch vier. Noch drei. Zwei noch. Und letztes Mal.
Ball bleibt wieder links, Arme und Fersen tief. Und wir kreisen die linke Schulter in der Schulter kreisen. Dann kreist den gebeugten Arm. Und kreist den gestreckten Arm. Und Oberkörper dazu. Und Kopf dazu, Blick auf den Ball. Zweimal noch. Letztes Mal Schulter kreisen. Und stopp. Ball vor die Brust, Ellenbogen zur Seite. Drück den Ball sanft zusammen, heb nochmal deine Fersen. Halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir beugen und strecken viermal unsere Knie, die Fersen bleiben hoch. Los geht's. 4 und strecken. 3 strecken. 2 strecken. Letztes Mal beugen, Fersen tief und setz dich nach hinten. Gewicht auf die Fersen, du kannst deine Zehen abheben. Kipp dein Becken nach vorne, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, die Schulterblätter zusammen, Schultern tief, Nacken ist lang. Und dann kannst du mit den Händen den Ball klein zusammendrücken. Bleib hier für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 noch. Letzter, Druck halten. Wir bleiben hier. Und runden wieder den oberen Rücken. Roll dich über den Ball drüber und komm in die gestreckte Position zurück. Über den Ball drüber rollen und wieder strecken. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Langsam und kontrolliert. Zieh nicht ins Hohlkreuz beim Strecken, sondern bleib lang im Rücken. Viermal noch. Und letztes Mal. Wieder gestreckt halten. Wenn du kannst, streck die Arme nach vorne. Drück den Ball sanft zusammen. Und wenn du weitergehen möchtest, bring 8-mal den Ball zum Knie und wieder nach vor. Achtung, los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wenn du weitergehen möchtest, bring die Arme nach vorne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wenn du noch weitergehen möchtest, Arme hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Letzter. Wenn du kannst, Arme hochhalten, wichtig, der obere Rücken wird nicht rund, sondern bleibt gestreckt. Setz dich nach hinten, kipp den Becken nochmal bewusst nach vorne, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, zieh die Schulterblätter zusammen, Schultern tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter Ball vor die Brust. Drück den Ball fest zusammen, Ellenbogen zur Seite, heb deine Fersen. Und dann streck die Knie, komm hoch, halten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter. Fersen tief, hüftbreiter Stand, eine Fußbreite, hat Platz zwischen den Füßen, streck die Knie, die Oberschenkel sind fest, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Drück den Ball gegen dein Brustbein, Ellenbogen zur Seite und du drehst den Oberkörper hin und her. Das Tempo kannst du selbst wählen, entweder schnell oder langsam ziehen, wie du möchtest. Zieh hin und her, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, dann bring den Ball ungefähr 10 cm weg vom Oberkörper und zieh den Ellenbogen immer bewusst nach hinten, komm noch mehr in die Rotation. Und
Und dann streckt die Arme weiter. Die Arme sind fast gestreckt. Du ziehst den Ball möglichst weit nach hinten, dreh dich weit zur Seite ab. Und dann streck die Arme und zieh den Ball noch weiter nach hinten. Drück deine Zehen fest in den Boden. Stabiler Stand. Und wir reduzieren das Tempo. Langsam vor, langsam vor, langsam vor, langsam vor, langsam, langsam. Viermal noch, vier, drei, zwei, letzter, in der Mitte bleiben, Arme hoch, Fersen hoch und halten, 4, 3, 2, die Oberschenkel bleiben fest, die Knie bleiben gestreckt, du bringst gleichzeitig die rechte Ferse tief und das linke Knie hoch und die Arme vor, los geht's, Arme vor und wieder hoch, Fersen wieder hoch, zweite Seite, rechtes Knie hoch, Arme vor, und wieder hoch. Und nochmal. Letztes Mal auf jede Seite. Linkes Knie hoch. Und rechtes Knie hoch. Nur mehr das linke Knie hoch und bleib hier. Beug die Arme und du ziehst das Bein, wenn du kannst, klein nach oben. Und immer wenn das Bein hochzieht, bringst du den Ball unten durch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal. Arme hoch, Fersen hoch, Fuß tief. Halten für 4, 3, 2, letzter, rechtes Bein hoch, Fersen tief, Arme vor, ranziehen, Bein klein hochziehen und los geht's unten durch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter und wieder lösen. Fersen hoch, Arme hoch. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Schulterbreiter Stand. Hände vor die Brust, Ellenbogen zur Seite. Drück den Ball klein zusammen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, den Ball fest zusammendrücken, Knie beugen, Fersen tief und komm mit gestrecktem Rücken tief. Der Rücken ist ganz lang, kipp den Becken nach vorne, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, zieh die Schulterblätter zusammen, Schultern weit weg von den Ohren, Nacken ist lang. Wenn dir die Spannung zu groß wird, komm einfach höher mit dem Oberkörper. Sonst bleib hier für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir bleiben mit der langen unteren Rücken und rollen uns über den Ball drüber und kommen wieder in die gestreckte Position zurück. Tief rollen und wieder strecken. Zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule. Der Rücken bleibt lang, wenn du hochziehst. Nicht ins Hohlkreuz fallen. Viermal noch. 3, 2 noch und letztes Mal. Halten, Arme tief strecken, die Arme bleiben vor. Achtmal mit dem Oberkörper hoch und tief. Los geht's. 8, tief. 7, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. 6, 5, 4, 3,
Mal. Tief halten. Der Rücken ist lang, kipp den Becken vor. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Bring den Ball wieder zu den Knien und vor. 7, vor. 6, 5, 4, 3, 2, letzter. Bring die Arme weiter in die Diagonale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wenn du kannst, bis zum Kopf hoch. 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2, letzte. Arme vorhalten. Kipp den Becken vor, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, zieh die Schulterblätter zusammen. Bleiben für die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter. Langsam hoch, Arme über vorne hoch und hier nochmal die Fersen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, letzter. Fersen langsam tief, atme tief ein. Ausatmen, beug die Knie und roll dich tief in die Vorbeuge. Und bleib hier für ein paar Atemzüge. Entweder du lässt die Knie gebeugt oder streckst und beugst die Knie im Wechsel, wie du möchtest. Lass den Kopf hängen. Wenn du möchtest, beide Knie gemeinsam beugen und strecken. Und wenn du kannst, lass die Knie gestreckt, lass den Oberkörper noch tiefer sinken. Der Nacken ist entspannt, der Kopf hängt. Atme tief ein, ausatmen, Knie beugen, einatmen, langsam hochrollen. Bring die Arme nochmal über vorne hoch, ausatmen, über vorne tief. Einmal ausschütteln und dann kommen wir noch auf die Matte. Zwick deinen Ball zwischen deinen Oberschenkeln knapp über den Knien ein. Ungefähr schulterbreiter Stand. Die Knie beugen, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Setz dich tief, kipp den Becken nach vorne, zieh den Bauchnabel nochmal fest zur Wirbelsäule. Zieh den Gesäß noch tief und bleib hier. 4, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, Hände zum Boden tief, wander vor in den Stütz, Vierfüßlerstand mit den Knien in der Luft, kipp dein Becken nach vorne, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, spreiz die Finger, drück die Fingerkuppen in den Boden, drück dich raus aus den Schultern, Nacken ist lang, Blick zwischen die Hände und wenn du möchtest, drück deine Knie klein zusammen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, letzter. Knie tief, nimm deinen Ball unter deine linke Hand, spreiz die Finger und klammere deinen Ball, bring die Schultern über die Handgelenke, drück dich aus den Schultern raus. Gewicht auf die linke Hand, es wird instabil und auf der rechten Hand nur noch die Fingerspitzen zum Boden. Das Gewicht lässt du über den Schultern, nicht nach hinten setzen, sondern wirklich vorne bleiben. Und wenn du kannst, löse den rechten Arm neben den Kopf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, letzter. Rechten Arm tief. Rechtes Bein hoch, zieh die Zehen zum Schienbein ran, dreh die Zehenspitzen Richtung Boden, Oberschenkel ist fest angespannt, die Ferse schiebt weit zurück, fasse deinen Ball mit der linken Hand und bring den Arm neben den Kopf hoch. Halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bring 8 Mal Ball und Knie zusammen. Los geht's. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, strecken, halten, 4, 3, 2, letzter, Arm und Bein tief, Seite wechseln, Ball unter die rechte Hand, Schultern über die Handgelenke, Finger sind gespreizt, Gewicht auf die rechte Hand, Gewicht bleibt über den Schultern und dann bring die Fingerkuppen der linken Hand nur noch zum Boden, mehr Spannung in den Bauch und dann den linken Arm hoch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, linker Arm tief, linkes Bein hoch, 10 ranziehen, 10 zum Boden drehen, schiebt die Ferse weit zurück, nimm den Ball in die rechte Hand, Arm hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ball und Knie zusammen, los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, gestreckt halten, 4, 3, 2, 1, lösen. Leg den Ball vor bzw. ans Ende deiner Matte, Hände schulterbreit, komm mit dem Gewicht über die Schultern, wir strecken unsere Hüfte, Zehen entweder am Boden abstellen, überkreuzen oder Knie weg vom Boden. 4 Liegestütz, beim 5. Mal bleiben wir in der Bauchlage liegen. Los geht's. 1, 2, 3, 4 und in die Bauchlage tief ablegen. Leg deine Hände auf deinen Ball. Streck die Arme, heb den Kopf, Blick zum Boden. Streck deine Zehen, streck die Knie, spann die Oberschenkel fest an, beide Beine hoch und die Beine paddeln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, Beine hochhalten, wenn du kannst, mehr Spannung in die Oberschenkel, in den Bauch. Der Nacken bleibt lang, die Hände drücken fest gegen den Ball und du ziehst den Oberkörper hoch, rollst dich auf deinen Ball nach oben und wieder tief. Hochrollen und tief. Zweimal noch. Und dann hochrollen, hochbleiben und die Beine paddeln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, hochhalten. Entweder du bleibst hier oder du fasst deinen Ball außen, hebst die Arme und bleibst hier. Du kannst doch die Arme beugen, wenn dir die Spannung zu groß wird. Bleib hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zieh dich nochmal so hoch du kannst. Ausatmen, lösen. Kurze Pause. Eine Runde haben wir noch. Beim nächsten Oberkörper und Beine heben, kreisen wir den Ball. Wie im Stehen vor einem Ballenstand, jetzt in der Bauchlage. Achtung, los geht's. Heb den Kopf, Blick zum Boden, Nacken ist lang. Streck die Zehen, streck die Knie, spann die Oberschenkel fest an. Beide Beine hoch, heb die Arme vom Boden ab. Du bleibst gestreckt. Die Arme kannst du auch gerne beugen, wenn die Spannung zu groß wird. Ball in die rechte Hand, Arme über die Seite tief. Übergib, wenn du kannst, den Ball hinter dem Rücken. Arme wieder hoch, wir wechseln die Richtung. Tief. Und wieder hoch. Wenn du kannst, zieh deinen Oberkörper höher.
tief und wieder hoch. Und tief und wieder hoch. Und zweimal noch in jede Richtung. Und hoch. Beine höher. Letztes Mal. Und zurück. Und gestreckt halten. 8. 7. Zieh dich höher. 6. 5. 4. 3. 2. Letzter. Ball zum Boden. Hände drauf. Zieh den Oberkörper nochmal hoch. Beine paddeln. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten, bleib hier. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, letzter. Lösen. Ball bleibt einfach auf dem Boden liegen. Hände unter die Schultern. Zehen aufstellen. Kipp den Becken vor. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Entweder auf die Knie hochziehen und in den Liegestütz oder direkt in den Stütz hoch. Halte für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gesäß zur Decke hoch, beug die Knie, wander mit den Knien Richtung Hände vor, schulterbreiter Stand, setz dich tief und bleib hier. Drück mit deinen Ellbogen die Knie leicht auseinander, wenn du möchtest, die Hände falten und bleib hier für ein paar Atemzüge. Lass den Gesäß Richtung Boden sinken. Wir haben es geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen und hoffe, wir sehen uns bald. Bye bye.